Servus Leute, wir sind wieder zurück bei DC, ja, Richtung Berezino und dann in Richtung der neuen Ortschaften. Es hat natürlich ein Update gegeben, ja, das habe ich vergessen im letzten Part zu sagen, oder war eigentlich Action pur. Eigentlich so beschissen, wieso habe ich dich nicht erkannt? Der hat so ähnlich ausgeschaut wie du. Und ich denke mir, ich schieße Was? extra nicht. Da waren wir wieder nicht so vorsichtig wie beim letzten Mal. Das war wieder typisch. Wir hätten es generell eigentlich, wenn ich alleine mal früher am Airfield oder am Airstrip war, bin ich auch gar nicht von Hangar zu Hangar gelaufen, sondern immer hinten rum. Ja, ich weiß auch nicht, warum du vorne reingelaufen bist. Ich bin ja auch hinten. Ich dachte, wir rennen direkt in den Tower Na, und wir doch von da aus. ich bin hinten reingelaufen. Du konntest doch von hinten gar nicht rein Nein, in aber den ich Tower. wollte hinten rumlaufen, dass ich schaue, ob da eh nicht keiner ist. Und ich hätte gedacht, du bist da genau vor mir. Weil das magst du eigentlich immer und deswegen habe ich mir gedacht, ja, dann wird er das diesmal auch machen. Merkwürdig. Normalerweise rennst du immer hinterhalb irgendwo einmal im Kreis oder sonst was. Und ich denke mir, ja, passt, renne ich ihm hinterher. Seht du da einen? Ja, der geht in die Das mache ich Hocke bei und. diesen Gebäuden mit unten der Gefängniszelle immer, dass ich erst in die Fenster von diesen Büros reinschaue. Ja, du magst es ja öfter. Na, beim Tower geht's ja schlecht, weil der keine Fenster hat. Ja, Unten. trotzdem rennst du oft hin und her. Halt im Kreis. Wenn nichts weiß, man läuft im Kreis. Und ich hab dich auch nicht wirklich gesehen gehabt mehr, weil wir sind da weg, halt du bist. Wir sind da von der Halle. Na, warte mal, wo waren Ich wir glaube auch ehrlich davor? gesagt, dass der Server nicht so gut ist, weil der Zombie, den du erschlagen hast, der tot bei dir auf dem Boden liegt, läuft bei mir da im Kreis und brüllt. Okay, na. Und gerade beim Rennen hatte ich das mehrmals, dass ich so kurz 10 Meter zurückgesetzt wurde oder so. Obwohl ich keinen schlechten Ping habe. Scheiße, dass wir da gestorben sind. So geil ausgestattet. Der eine freut sich jetzt, da liegen drei Leichen. Wahrscheinlich gehört der eben mit dem anderen zusammen. Ja, aber ich glaube, der hat mindestens Bein kaputt. Kann eigentlich nicht sein. Der doch im Kaliber, die SKS. So. Mal schauen, was wir da im Brown Hoodie. Wir haben auch gar keine Möglichkeit mehr, Feuer zu machen und so, ne? Oh ja, halt Feuer. Naja, schon, eigentlich schon. Weil wir brauchen nur mehr. Na, oh ja, Feuer können wir machen. Wir brauchen nur Matchboxes noch. Habe ich. Naja, dann können wir Feuer machen. Weil ich habe eine Axt, halt da kann ich Holz runter haben. Boah, mein Leder ist weg. Alles, was ich aufgesammelt habe. Hier rennen sau viele Zombies rum. Ja, ich weiß. Wo bist du? Ich bin da in dem letzten Haus schon drinnen. Dann Weißt gerade du, unter den Silos, ja. was mehrere Stockwerke hat da. Und wo das Geländer ist und so weiter. Hey, ist das Gebäude neu? Ach nee, das. Das gibt es ja schon seit dem Mod. Da ist nachher eine Machete, wenn du haben willst. Dass du zumindest irgendeine Waffe hast. In dem Gebäude oben Ja, oder unten? ganz oben. Am besten durchs Treppenhaus Ja, reingehen, ne? genau. Ich komme schon runter wieder. Und dann können wir eigentlich gleich hinten wieder Gebäude raus. mochte ich eigentlich immer. Ja, für Startgebäude ist ganz okay. Ich renne gleich weiter, okay? Ja. Ach Gott. Hast du den Kompass hier extra übersehen? Ich glaube, den habe ich nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Zumindest kann ich mich jetzt gerade nicht Sapristi? erinnern. Kompass ist ja nie verkehrt. Wie machen wir es denn? Machen wir jetzt Essen nur mit Feuer und. Ja, am Anfang müssen wir überhaupt gucken, ob wir überhaupt was zu Und essen haben, trinken nur aber. auf Brunnen. Und sonst, wenn wir Wasserflasche am See anfüllen mit Desinfektions, dann machen wir es ein bisschen realer. Geht das denn schon mit diesen Na, ja, du kannst das reinhauen, aber es bringt halt nichts. Erlöser auf den Schienen oder auf der Straße? Schienen zurzeit. Wieso? Ja, ich laufe auch auf den Schienen. Könnten auch mal wieder zum Riff, dann sterben wir nämlich und haben die Möglichkeit, woanders zu spawnen. Beziehungsweise du stirbst, also ich überlebe ja. Ich habe auch schon einmal Rift überlebt. Einmal von 8 Mal Stimmt, oder sowas. da,
bin ich da runtergefallen? Nee. Du bist einmal runtergefallen. Ja, ja. Genau, ja, ich glaube, ich kann darüber springen. Man kann das Spiel eh nicht richtig springen. Nein, eh nicht. Das ist so beschissen. Boah. Ich weiß nicht, der Server ist beschissen. Ich habe auch die Urscheiß-Performance auf den Server. Muss ich ehrlich sagen. Ja. Die FPS sind auch serverabhängig. Nein, die FPS sind auch abhängig vom Server, teilweise. So wie bei Arma 3. Da macht es ja auch aus, ob du jetzt einen guten Server hast oder nicht. So, ich trinke mal deine Cola-Dose. Du hast Matchboxes? Ich hab Matchboxes, ja. Hast du was zum Essen? Nee. Weil ich hätte eine Dose. Hast du schon was gegessen? Nein. Ich habe jetzt nur eine Cola-Dose getrunken. Wir gehen als erstes am besten zur Baustelle, ne? Wo? Ja, oder? Boah, bist du. Ich habe nur 8 FPS jetzt gerade. Was? Na, bei mir läuft's flüssig, aber ich habe keine Aufnahme an. Das ist so teilweise, was? Manchmal geht's runter, teilweise. Jetzt bin ich wieder oben auf meinen konstanten 30. Okay. Meine Grafikkarte will nicht gelb oder rot werden. Du hast Sorgen. Bedeutet, die hat jetzt alle drei Lüfter an, aber läuft quasi auf niedrigster Drehzahl. Juju. Ich mach da ein paar Häuser durch, weil wir brauchen was zum Essen. Ja. So. Jetzt eine schwarze Riders Jacket, hat eine Lederjacke an. Du? Ja. Okay. Die Dinger sind cool, die mochte ich eigentlich. Aber komplett kaputt halt. Da kann sie dir eh demnächst stricken. Stricken? Ne, da wird ja neuerdings gestrickt. Gestrickt wird das, okay. Ja. Hast du schon einen Rucksack? Nein. Also ich schon. Ja, du bist ein Arsch. Aber einen Kinderrucksack, einen roten. Ja, besser als gar nichts. Ja, sonst heißt das immer, den geben wir den Leuten, damit sie sich gedemütigt fühlen. Oh, ich habe eine offene Dose gefunden. Eine offene Dose? Dann war wer da. Boah, ich hasse, dass man nicht springen kann. Das ist das Einzige, was halt ein bisschen nervig ist. Dass du nicht einfach mit der Leertaste springen kannst, so wie man es gewöhnt ist bei den meisten Spielen. Hey, ein frische Pfirsich-Ding. Ja, ich habe auch ein Paradeiser gefunden. Ein Apfel. Ah, was? Apfel oder was? Nein, Paradeiser. Okay. Weißt du, was ein Paradeiser ist? Nein. Oder? Nein. Eine Tomate. What the fuck? Das ist what the fuck? Paradeiser, ja? Kenn ich nur als Tomate. Ja, ja. So. Oh, da ist gar nichts. Aber Sprachreise machen wir doch schon eh erst im American Truck. Verrat sowas nicht, weil sonst muss ich das wirklich machen. Ja, da kann ich was lernen. Eine Redcam Light. Warte mal, a self-contained. Warte mal, ich mache da kurz die Inspect groß. A self-contained short-term light source. It consists of the transparent plastic tube containing insulated substance. Nein, da ist ein Zombie. Nicht mehr lesen. Ich nehme dir mal mit. Ich lass mich nicht schlagen. Man kann da, ich glaube, das ist eine Lampe, die man einschalten kann. So ein Knicklicht müsste das sein. Wo schaut's denn aus? Wo bist denn du circa? Warte, ich glaube, wieder so ein bisschen runter Richtung Straße. Ich bin gleich an der Baumschule. Ja, ich bin in der Baumschule gerade. Kann man da. Man kann okay, ja irgendwo. Ich bin hinter dir. Man kann da Äpfel pflücken, das weißt du eh, oder? Also wie in Arma. Kann man die auch verkaufen? Mhm. Wollen du 2 Cent? Boah, jetzt ist ein Zombie. Nein, und ich tue gerade pflücken. Na, ja, super. Ja, ich auch. Oh. Oh. Man braucht die Axt nicht mehr raufgeben. Halt, mit Leertaste. Irgendwie treffe ich den Zombie nicht. Zumindest kommt kein Sound. Und man braucht nur mal einen Schlag mit der Axt, so wie das ausschaut. Habe ich jetzt schon Äpfel gefunden? Nein.
glaube ich, in der Sie noch nie eine Tomate gegessen. Ein Paradeiser? Den braucht man wenigstens nicht kochen. Noch einmal ein Zombie. Magst du deine Zombies bitte selber hin? Hä? Zwei Zombies, jetzt auf mich, sind sie ein bisschen dumm. Ich gehe gerade nur ein bisschen Apfel suchen. Aber ich finde nichts. You found nothing. Au! Jetzt habe ich einen frischen gefunden. Ja, super, jetzt kann ich nicht mehr schlagen. Ich glaube, der Server ist vielleicht auch von da. Und ich blute. Boah. Bin schon nur mehr grau. Einen Apfel habe ich auch gefunden. Schau, dass du gleich ein paar mehr findest, dass wir ein bisschen was zum Essen haben. Das dauert ewig, jedes 20. Mal kostet vielleicht einen Apfel. Super, jetzt ist alles ruined durch den Scheiß. Super, hey, ich blute noch. Ist auch mal was ruined gegangen? Ja, durch die Scheiß. Wahrscheinlich ist meine Riders Jacket. Super, der nächste Zombie. Ich dreh durch. Ich habe einen Fehler gefunden in der Map. Hast du noch einmal Rex? Nein, ich habe gar nicht. Ja, ich bin tot. Dann. Obwohl, warte, ich kann ja mein T-Shirt. Ah. Und ich weiß nicht, wieso die ganzen Zombies zu mir kommen. Wo bist du? Ja, mitten in den... Bei dem Äpfelcamp. Ja, ich sehe gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Vor lauter Äpfel dich nicht. Ich brenne da gerade zu der einen Halle hin. Bei mir ist nur mehr grau und verschwommen alles. Zu den Schienen oder was? Nein, da, zu der Halle, zu der. Gleich die Halle, was da gleich bei der Straße unten ist. Mit den Schienen, ja. Die große, da in der bin ich drinnen. Aber ich habe nichts zu verbinden, gar nichts. Bist du verfolgt? Nein. Komm da schnell rein, wenn nicht, bin ich tot. Ich habe eine Fraktur auch noch, sehe ich gerade. Das ist auch ein neuer Zustand. Die siehst so komisch aus mit der Hose. Ja, das ist alles ruined. Na, die ist badly damaged. Ja, die Riders Jacket ist zum Beispiel ruined. Dann habe ich es jetzt fertig verbunden, aber ja, oh, das dauert lange Zeit jetzt. Eine Fraktur habe ich auch noch. Keine Ahnung, was ich da habe. Ich bin komplett grau. Ich glaube, wir müssen einfach nach Berenzino weiterlaufen. Hast du jetzt ein paar Äpfel? Einen, ja. Schauen wir, vielleicht kriegen wir noch zwei, drei. Ist aber, ich sag mal, aufwendig. Ja, ist wurscht, aber wir brauchen ein bisschen was zum Essen. Das ist das, was wir jetzt am Anfang ohne Wärmen essen können. Ja, jetzt am Anfang, wenn ich irgendwas finde, eine Dose, würde ich mir die auch ohne Feuer reinknallen. I think my arm is broken, schreibt der meiner jetzt gerade. Kann er da nicht searchen? Oh ja, aber er kann wahrscheinlich nicht so gut zuhören, so wie ich das mitbekommen habe. So. Irgendwie ist mein Charakter komisch, die Jeans wird immer enger gefühlt. Ich glaube, ich gehe weiter, wir gehen da weiter, das bringt so nichts. Das ist echt Glückssache, da was zu finden. Bei mir ist nur mehr grau ein Grau. Und der nächste Zombie rennt schon nach. Wir müssen zum Krankenhaus. Nochmal ein bisschen Zeug bekommen. Mag meinen weiblichen Charakter nicht. Ich hab nicht mal Rex oder sonst mehr was. Ich hab einen. Noch. Wenn er mal zwei, wenn er T-Shirt zerreißt. Ja, ja, ich weiß. Wo bist du jetzt? Links von dir. Ah, oh, ich sehe dich schon. Da drüben. So, ich schaue jetzt da in die Halle gleich noch hinein. Ob wir irgendwas finden. Ich lauf direkt hoch zur Baustelle. So, na, da ist eh nix. Das Blöde ist, wenn es so grau in grau ist, siehst du die Gegenstände dann auch so schlecht. Ja. Dabei sieht man bestimmt auch, was weiß ich, schwarze Magazine und sowas, das ist ganz leicht übersehen.
Bist du fertig mit dem Gebäude? Ja, mein Arm ist extremely painful. So, und ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir sich nachher Berenzino durch. Bis dann, ciao Leute. Ciao.